Wenn es die Mama nicht erlaubt, dann frage ich halt den Papa. Das glaube ich schon, dass das in der Familie noch stark vertreten ist. Im Kindergarten in Theiskirchen kommen die Kids aus dem Basteln und Singen nicht mehr raus. Kaum ist der Muttertag vorbei, steht auch schon der nächste Geschenketag auf dem Plan. Der Vatertag ist für die Kleinen hier Grund genug, sich ausgiebig darauf vorzubereiten. Bei uns ist sehr wichtig, dass wir Muttertag und Vatertag feiern. Also das heißt, die Familie ist bei uns an erster Stelle. Und wir machen zurzeit einen Schlüsselanhänger aus Leder, also aus Naturmaterial. Und für Muttertag haben wir eben die Traumfänger gemacht, also auch mit Federn. Wir machen Gedichte, singen Lieder mit den Kindern und vor allem auch im kreativen Bereich bereiten wir uns vor, ein gemeinsames Geschenk. Lange stand der Vatertag ja im Schatten des Muttertags. Doch mittlerweile haben sich die Herren der Schöpfung emanzipiert und lassen sich ebenso gerne feiern wie die Mütter. Umso eifriger sind die Kindergartenkinder dabei, den Vätern eine ebenso große Freude zu bereiten wie ihren Müttern. Dazu wird schon fleißig gebastelt. Ein Herz. Was wird das? Ein Schlüsselanhänger. So, wenn ich endlich mal. Für den Papa sein Auto. Ja. Außerdem haben die Kleinen auch ein extra Lied einstudiert. Mein Papi gern Spatteln tun, das ist für seine Muskeln gut. In das Auto ein, die Tür zu, Schlüssel hinein mit unserem tollen Schlüsselanhänger. So, lieber Papa, das Autofahren macht ihm Spaß, drum drückt er ganz fest aufs Gas. Kleine Geschenke und ein Vatertagslied. Das ist noch längst nicht alles, was die Kindergartenkinder für ihre Eltern vorbereiten. Was wir auch noch machen, sind Bilderbücher. Die sind bei uns sehr wichtig, wo das Thema Muttertag, Vatertag auch behandelt wird. Mit Tierfamilien setzen wir uns auseinander. Was machen wir noch? Verschiedenste Dinge jetzt mit Spiele auch, wo Muttertag und Vatertag vorkommen. Im Kindergarten legt man überhaupt viel Wert auf die Familie. Allerdings hat sich das Bild der Väter in den letzten Jahren doch ein wenig verändert. Früher, glaube ich, ist der Stellenwert vom Vater vielleicht nicht gleichwertig gewesen mit den Muttis. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und die Väter sind jetzt auch viel mehr mit den Kindern involviert, dass sie auch gemeinsam etwas unternehmen. Früher war halt das vielleicht nicht so weittragend und ich glaube, dass einfach den Vätern auch wichtig ist, dass miteinander was gemacht wird. Und da hat sich sicher auf jeden Fall was geändert. Sie sind auch viel mehr bei Festen, bei Elternabenden dabei. Also ich habe, wie ich einen Elternabend gehabt habe, sind die Hälfte Väter auch da gewesen. Und das finde ich sehr, sehr schön, diese Entwicklung. Eine schöne Entwicklung haben die Kindergärten auch in Sachen Naturverbundenheit gemacht. Hier in Theiskirchen dürfen die Kids beispielsweise viel im Garten herumtollen. Ich finde mit Natur, das ist für unsere Kinder sehr wichtig. Wir sind ein gesunder Kindergarten und von daher gesehen ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten eben in dem Fall Schlüsselanhänger mit Leder. Wir arbeiten beim Traumfänger, da kommen dann die Federn von den Vögeln dazu. Also dass man einfach mit Natur Verbindungen schafft. Das ist uns schon sehr wichtig, weil wir auch den Kindern Vorbilder sein wollen und weil wir auch vom Naturmaterial dann ausgehen auf jeden Fall. Dann steht ja dem Vatertag mit vielen Geschenken und einer gemeinsamen Wanderung durch unsere Wiesen und Felder nichts mehr im Wege.